Kennt ihr das Gefühl auch? Ihr ärgert euch manchmal, aber gar nicht über euch selbst, dass euch gar nicht so viel Freizeit zur Verfügung steht für all die tollen Dinge, die diese Welt so parat hat, weil ihr einfach Geld verdienen müsst, um eben auch nächsten Monat ein Dach über den Kopf zu haben oder um einfach Essen auf dem Teller zu haben. Ja, ist bei mir zurzeit etwas schwierig mit der Zeit, aber erst einmal hallo und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 16. Kalenderwoche. Wie ihr von mir wisst, verdiene ich mit dem Kanal kein Geld und das ist auch gut so und deswegen muss ich mir halt andere Gedanken machen, um eben das nötige Geld zusammenzubekommen, um einfach zu wohnen, zu leben, etwas zu essen, um mir wieder mal ein tolles Spiel kaufen zu können oder den nächsten Rechner. Und zurzeit ist es so, dass ich einfach nicht so viel Freizeit habe, um die ganzen tollen Folgen aufzunehmen. Also ist es so, dass ich gerade so die Woche das Programm für die nächste Woche auf die Beine gestellt bekomme. Also irgendwie gerade einen großen Folgenvorrat anlegen ist nicht drin. Das zeigt sich nämlich auch da. Bevor ich Life is Strange Remastered angefangen habe, habe ich ja erstmal zweieinhalb Wochen viermal in der Woche Grand Prix 4 gespielt, um mir einen Folgenvorrat anzuhäufen, um dann eben Life is Strange Remastered eben viermal die Woche spielen zu können, um eben nicht zwischendurch Grand Prix 4 spielen zu müssen. Also Folgenvorrat aufbauen, damit ich auch für Life is Strange einfach überwiegend Zeit habe und da voll drin versinken kann. Ja, das war der Plan. Und jetzt, am heutigen Sonntag, ist es so, dass ich noch genau eine Woche Videomaterial für Grand Prix 4 auf Halde habe. Und der Plan war, ich habe eine Woche Grand Prix 4 Videomaterial auf Halde und ich bin mit Life is Strange Remastered durch. Ja, und das ist zurzeit nicht der Fall. Ich bin gerade noch in Episode 4. Heißt eine Episode und eben noch etwas mehr dazu. Und das ist einfach geschuldet, weil ich zurzeit nicht so viel Freizeit habe für die tollen Dinge. Es wird auch wieder andere Zeiten geben, aber zurzeit ist es echt nicht so einfach. Ich bekomme auch die Videotitel und Thumbnails auch die letzten Wochen immer erst am Sonntag auf die Kette, eben für die nächste Woche. Also ist zurzeit ein ganz schmaler Grat. Bei Rainbow Six Siege ist es nicht so schlimm mit dem Folgenvorrat, denn da habe ich über ein Jahr Folgenvorrat aufgebaut über die letzten Jahre. Aber eben bei Grand Prix 4 und Life is Strange, da merke ich das eben aktuell schon eher. Woran ich auch merke, dass zurzeit einfach nicht so viel Zeit zur Verfügung steht. Ich habe ja auch sonst immer gerne Sondervideos rausgebracht und die gab es auch in den letzten Wochen, aber eben der ganz einfachen Art, wie etwas aus einer bestehenden Rainbow Six Siege Folge herausgeschnitten. Aber darüber hinaus hatte ich ja auch noch vor, ein Tell Me Why Life is Strange Anspielungsvideo zu machen oder ein Life is Strange Before the Storm Musikvideo. Oder ich wollte ja auch noch den Grand Prix 4 Umzug auf eine andere Festplatte vollziehen und ein So installiere ich Grand Prix 4 auf Windows 10 Video rausbringen oder auch mal Windows 11 auf einer extra Festplatte ausprobieren oder Grand Prix 4 mit Lenkrad zum Laufen zu bekommen. Ja, all die Sachen habe ich auf meiner Liste für, will ich noch zeitnah machen, aber ist einfach die letzten Wochen nicht drin gewesen. Ja, auch bei Grand Prix 4 das mit dem Lenkrad zum Laufen zu bekommen, das ärgert mich auch. Aber was soll ich machen? Ich kann mir nicht mehr Zeit herbeizaubern. Ich kann auch nicht die Zeit zurückdrehen und irgendwie etwas in die Wege leiten, um einfach mehr Freizeit zu haben. Nee, ist leider nicht drin und da kann ich mich zurzeit einfach nur auf das, ja, wöchentlich Brot konzentrieren. Zeichnen ist auch so eine Sache, kommt auch zurzeit viel zu kurz, die letzten Wochen eben gar nicht. Das ärgert mich sehr. Aber so ist das halt manchmal im Leben. Für mich ist es auch so, dass ich jeden Abend einfach mit dem Spielen und Aufnehmen einfach abschalten kann. Ich kann da sehr gut abschalten, denn wenn ich so in einer anderen Welt versinken kann, kann ich auch alles andere drumherum vergessen. Das geht bei mir sehr gut und das ist dann auch für mich gewissermaßen Entspannung vom Tag, an dem ich einfach Geld verdient habe. Ja, wenn ich dann
nur sehr wenige Stunden am Abend habe, wo sich dann auch aufnehmen wegen zum Beispiel nur 2 Stunden gar nicht lohnt, weil ich will ja auch irgendwie in einem Abenteuer versinken und nicht gleich wieder rausgerissen werden, dann ärgert mich das schon, weil es einfach auch etwas Entspannung ist, die mir da flöten geht. Klingt jetzt vielleicht etwas schlimmer, als es ist, aber ich hätte zurzeit gerne mehr Zeit. Auf jeden Fall. Die einfachste Lösung dieses Zeitproblems wäre eigentlich, frühzeitig ausgesorgt zu haben. Also in Frührente zu gehen, das wäre genial. Einfach jeden Tag, so wie die Nase gerade steht, zu leben. Auf das habe ich gerade Lust. Das mache ich jetzt 10 Stunden lang und ich muss mir keine Gedanken machen, dass in ein paar Monaten einfach Geld da sein muss für Miete oder so. Aber wer hat den Traum nicht? Bin mal gespannt, ob der bei mir irgendwann mal eintreten sollte. Lotto wird gespielt, aber ich rechne natürlich nicht damit, dass ein großer Lottogewinn, mit dem ich frühzeitig ausgesorgt habe, eintritt. Aber cool wäre das schon. Und was man sonst mit viel Geld anfangen könnte. Großen Scheiß anstellen, ja, aber man könnte auch viele tolle Dinge bewirken. Aber das ist, glaube ich, auch wieder ein Thema, was man in einem separaten Wort zum Sonntag bringen kann. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Aber apropos anderes Wort zum Sonntag, ich werde das hier erstmal an dieser Stelle wieder abschließen. Ich hätte zurzeit gerne mehr Zeit und hoffe, ich bekomme die nächsten Wochen soweit auch. Zumindest mit dem Minimum auf die Kette, dass ich einfach das Programm für die nächste Woche für euch bereitstellen kann. Aber hin und wieder ist das gar nicht so einfach. Ich mache mir da keinen Stress, aber ich will ja auch und ich will für mich und ich will auch für euch eben etwas bringen. Die Zeit, das ewige Problem. Aber jetzt ist erstmal Schluss und ich wünsche euch eine wunderschöne neue nächste Woche. Habt viel Spaß mit dem, was ihr tut. Vielleicht beim knappe Freizeit besser einplanen oder vielleicht beim Gedanken machen können, wie kann ich meine Freizeit am besten verbringen, denn ich habe viel zu viel Freizeit. Wenn das der Fall ist, dann seid ihr, wie ich finde, ganz schön glücklich. Aber egal, wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache ihr habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.